Gibt es den perfekten Kopfhörer für Mixing und Producing? In diesem Video werden wir es rausfinden. Schauen wir uns zunächst meine geliebten alten Sennheiser HD25-2 an. Die haben mir über Jahre sehr, sehr gute Dienste geleistet und ich hatte sie auch viel auf Reisen dabei und für Außerhausjobs und deswegen sehen sie jetzt so aus. Ich kann dir das mal zeigen. Hier die Ohrpolster sind ziemlich durch. Und was ich jetzt natürlich machen könnte, ist, ich könnte die wechseln lassen, die kann man hier auswechseln, dann schickt ihr Sennheiser neue zu. Aber ich dachte mir, wenn die jetzt sowieso schon so durch sind, dann schaue ich mal, ob es auf dem Markt irgendwas Neueres, vielleicht was Besseres, Praktischeres gibt. Nachdem ich ein bisschen im Netz rumgesucht habe, sind mir ziemlich schnell diese Sennheiser HD490 Pro ins Auge gefallen. Die sind A, von der gleichen Firma, mit der war ich ja sowieso schon hier zufrieden, mit denen hier. Und B, sind sie, glaube ich, erst im Januar dieses Jahres rausgekommen. Was mir auch sofort ins Auge gefallen ist, dass hier auf der Verpackung steht Open Back Design for Professional Producing, Mixing and Mastering. Also eigentlich die perfekten Kopfhörer für Produzieren und Abmischen. Deswegen habe ich gedacht, ich probiere diese Kopfhörer mal aus und ich muss dazu sagen, dass die Firma Sennheiser mir freundlicherweise für diese Review dieses Paar Kopfhörer hier zur Verfügung gestellt hat. Auch die technischen Daten klingen recht vielversprechend. Diese Kopfhörer haben einen Frequenzbereich von 25 kHz bis 35.000 Hertz, glaube ich sogar. Also ein riesiger Frequenzbereich. Sie sind dynamisch und halboffen. Auch das ist fürs Mixing, fürs Aufnehmen und fürs Producing sehr, sehr gut geeignet. Was ich jetzt gleich dazu sagen muss als Warnung, diese Kopfhörer sind nicht für ein Hi-Fi-Gourmet-Erlebnis gedacht. Diese Kopfhörer sind Working-Kopfhörer für Produzenten, für Mischer, die zum Beispiel ihren Bassbereich mit den Kopfhörern überprüfen wollen. Falls jetzt hier andere Leute zugucken, die sich irgendwie einen tollen Kopfhörer besorgen wollen. Also das sind Kopfhörer für professionelle Produzenten, für professionelle Mixing-Engineers und nicht, falls du jetzt irgendwie auf dem Sofa sitzen möchtest und dir da das Hi-Fi-Erlebnis geben möchtest. Okay, ich würde sagen, dann packen wir die Dinge mal aus, schauen mal, wie die ganze Sache verarbeitet ist, wie das Material so ist und dann teste ich die mal an zum Mixing und zum Producing. Der HD490 Pro kommt in einem super soliden Hardcase und da sieht man schon, dass sie sich da Gedanken gemacht haben, Sennheiser, das ist wirklich für den Working Producer, für den Working Mixer, denn hätte ich so ein Hardcase gehabt für meinen geliebten HD25, dann hätten die nicht so ausgesehen, wie sie heute aussehen. Also sehr, sehr ansprechend, super stabil auch, hält einiges aus, kann man ein paar Mal hin und her tragen auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt hier aufmachen, dann sehen wir den HD490 Pro. Und was hier auch gleich auffällt, ist die äußerst solide Bearbeitung. Am meisten hier hat mir gefallen dieses schöne weiche Velour. Das ist wirklich wunderbar und es liegt auch super schön an den Ohren an. Also das ist wirklich sehr, sehr angenehm, die auch über Stunden zu tragen. Ich habe jetzt schon einige Tests damit gemacht. Rechts und links ist hier draufgeschrieben und das ist deswegen so, weil du das Kabel direkt hier einstecken kannst. Und zwar kannst du es rechts, sowohl rechts als auch links anbringen. Auch wieder sehr praktisch gedacht von Sennheiser hier. Zum Beispiel mein Audio-Interface, das ist hier auf der linken Seite. Bei meinem HD25 ist einfach nur rechts ein Kopfhörereingang, sodass ich immer das Kabel hier entweder hinterm Rücken oder überm Schoß legen muss. Von daher ist das schon mal sehr praktisch. Passend dazu haben wir hier das Kabel. Das ist hier einmal in 1,8 Meter Länge. Auch hier wieder solides Material, vergoldete Stecker, die du einstellen kannst, wie du brauchst, 3,5 oder 6,3 mm Klinke. Der HD490 kommt in zwei Ausführungen, einmal Pro und einmal Pro Plus. Wenn du Pro Plus wählst, wie ich sie hier vorliegen habe, dann bekommst du nochmal zwei zusätzliche Pads fürs Ohr und ein Stirnband hier zum angenehmeren Producen. Und du bekommst zusätzlich auch noch in der Pro Plus Version ein längeres Kabel. Und das ist natürlich auch super genial, wenn jetzt zum Beispiel hier zu einer Aufnahmesession musst, da hast du hier noch ein zusätzliches Kabel von 3 Meter Länge und somit solltest du auch bei einer Außerhaus-Session hier nicht in die Bredouille kommen. Dann haben wir hier natürlich noch die Bedienungsanleitungen und einen Download-Code für die Mixing-Software. Der HD490 in der Plus- und in der Pro-Version hat nämlich eine Software, das ist das Mixing Environment, was auch sehr, sehr interessant und sehr, sehr nützlich ist und das schauen wir uns nachher dann zusätzlich an. Testen wir jetzt einfach mal den HD490 Pro ein bisschen in der Praxis. Was mir sofort aufgefallen ist, als ich die ersten Hörtests gemacht habe mit den HD490
und zwar im Wechsel mit meinen alten HD25, ist, dass der Höreindruck gar nicht so groß ist. Das heißt, sie klingen relativ ähnlich. Und das ist natürlich schon mal ein Riesenvorteil, wenn du von anderen Kopfhörern von Sennheiser kommst. Grob zusammengefasst kann ich sagen, dass der Höreindruck bei den HD490 um ca. 10-15% besser ist als bei den HD25. Ich höre klarere, saubere Bässe und auch ein bisschen differenziertere Höhen. Aber der Hauptvorteil ist einfach dieser ultra bequeme Tragekomfort. Durch dieses weiche Velour kannst du diese Dinger wirklich stundenlang tragen. Kommen wir zum dritten Teil dieser Review und hier geht es um das Mixing-Plugin, das im Lieferumfang enthalten ist. Ich habe mir hier die Bedienungsanleitung ausgedruckt, so wie ich das immer mache. Und ich finde allein schon der Ansatz, was sie dazu schreiben, zu diesem Mixing-Plugin, allein den Ansatz finde ich schon sehr interessant. Sie schreiben hier beispielsweise, dass die meisten virtuellen Mixräume, das ist ein virtueller Mixraum oder den soll er emulieren, dass diese Plugins versuchen, irgendwie den Regieraum von Abbey Road Studios oder von großen Studios auf der ganzen Welt zu emulieren, also nachzuahmen. Und sie schreiben auch dazu, dass das in ihren Augen nicht wirklich viel Sinn macht, denn du und ich, wir beide werden wahrscheinlich nie im Regieraum von den Abbey Road Studios unsere Songs abmischen, geschweige denn in irgendwelchen anderen großen Studios in Deutschland, Amerika oder sonst wo. Und deswegen sagen sie, wir konzentrieren uns hier darauf, dass du diesen virtuellen Mixraum so individuell wie möglich einstellen kannst. Und das finde ich wirklich einen richtig guten Ansatz. Nachdem du die Software runtergeladen hast, lädst du das Plugin als letztes in die Signalkette, in deinen Stereo-Out oder in deinen Master-Fader. Und dann siehst du diese schöne, einfach gehaltene Oberfläche hier. Und einfach gehalten ist auch der Signalfluss. Nämlich du hast einmal Input, hier kannst du verschiedene Szenarien auswählen. Ich würde hier einfach bei Stereo-Input bleiben. Dann hast du den Control-Room. Hier kannst du zwischen Ambience und Focus wählen. Ich sage gleich noch was dazu. Und was jetzt super interessant ist und super genial gemacht ist, finde ich, du hast hier drei verschiedene Mixräume, beziehungsweise zwei und einmal wirklich einen Dry, einen neutralen Kopfhörermix. Hier simuliert er verschiedene Räumlichkeiten, zum Beispiel im Auto, in einem Club oder im Stadion. Das hören wir uns gleich an, weil das ist wirklich sehr gelungen. Und hier hast du die Output-Sektion, du kannst hier auch noch eine Head-Rotation zuschalten, wenn du möchtest. Und du kannst auch den Master-Gain hier einstellen. Das war's schon. Also wirklich denkbar einfach einzustellen. Für mich als Pragmatiker ist das schon mal richtig gut gelungen. Nachdem du also hier dein Speaker-Setup ausgewählt hast, kannst du jetzt hier über Ambience und Focus-Feineinstellungen vornehmen. Ambience, das ist ein bisschen verwirrend, denn es ist nicht die Räumlichkeit, die du hier einstellen kannst. Die stellst du ja hier über den Mixroom ein, sondern sie bezeichnen das als Klarheit. Fokus hängt mit dem binauralen Hören zusammen, das heißt deine beiden Ohren, da treffen ja die Schallquellen unterschiedlich in unterschiedlicher Geschwindigkeit oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf und das kannst du hier nachstellen. Ich habe hier bei Ambience und Fokus gar nicht so den Wahnsinnsunterschied ausgemacht und deswegen habe ich die immer hier in der Grundeinstellung gelassen. Was aber super spannend ist, sind jetzt hier die Szenerien, die wir antesten können. Wir können also hier Mixroom A, Mixroom B, der ein bisschen mehr Ambience tatsächlich hat, also der einfach größer ist und ein paar mehr Reflexionen hat, und Analytic Dry auswählen. Das ist dann nur der Kopfhörersound. Und ich gehe dann auch noch hier die einzelnen Szenerien durch, die wirklich gut gemacht sind. Also legen wir mal los. Mal im Auto. Küche. Also das ist wirklich richtig gut gemacht, denn du kennst ja auch dieses Phänomen, wenn du deinen Mix fertig hast und ihn dann im Auto anhörst oder in der Küche auf einer Monoquelle zum Beispiel oder in deinem Wohnzimmer, Schlafzimmer, wo auch immer, und dann fällt er auf einmal in sich zusammen, weil eben das keine optimale Abhörquelle mehr ist. Und deswegen finde ich hier diese Szenerien, die ich aus keinem anderen Plugin, das ich kenne jetzt zumindest, so schon mal gesehen habe, finde ich richtig gut. Das heißt, er emuliert praktisch verschiedene Szenerien, in denen Menschen meistens ihre Songs hören. Was hier noch ganz cool wäre, wären vielleicht irgendwie iPods gewesen oder sowas. Und dass er das auch hätte simulieren können, weil da hören ja die meisten Leute tatsächlich leider drüber ihre Musik heutzutage. Kommen wir noch zur Output-Sektion. Zunächst mal kannst du hier dein Modell auswählen. Ich habe hier also mein Sennheiser HD94 ausgewählt. Du kannst hier zwischen Mixing und Producing wählen. Was da der Unterschied ist, ist mir nicht ganz hundertprozentig klar. Hat sich mir jetzt auch nicht erschlossen hier in der Bedienungsanleitung, was das soll.
Und du kannst hier verschiedene Feineinstellungen vornehmen. Das habe ich jetzt einfach mal so gelassen. Und dann hast du hier die Möglichkeit, Head Rotation zu machen und den Master Gain einzustellen. Um diese Head Rotation mitzumachen, wie du es vielleicht von einem Waves Plugin schon kennst, dass du praktisch, wenn du dich mit Kopfhörern drehst, dass du dann jetzt auch mehr nur rechts oder auf dem linken Ohr hörst, musst du nochmal zusätzliche Einstellungen vornehmen, die ich jetzt nicht gemacht habe, weil ich benutze Kopfhörer beim Abmischen eigentlich nur, um den Bassbereich zu überprüfen und zwischendrin mal so, wie sich das anhört. Und ansonsten höre ich immer meine Monitorboxen ab. Aber es ist tatsächlich möglich, das Head Tracking zu machen. Ich habe damit nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht bei den Plugins von Waves, die ich benutzt habe. Das war mir immer ein bisschen unnatürlich. Und du kannst hier noch einen Bypass machen und kannst hier auch das Level Matching machen. Das heißt, wenn du das Plugin komplett anschaltest, dass du es Level Matchen kannst, nochmal einfach nur, um deinen Stereo-Sound so direkt unverändert aus dem Stereo-Out oder Master-Fader zu hören. Alles in allem als Fazit kann ich sagen, dass dieser Kopfhörer speziell vom Tragekomfort und auch vom neutralen Hören zum Mixen und zum Produzieren wirklich absolut überzeugend ist. Mit einem Preis von knapp 500 Euro oder 380 Euro in der Nur-Pro, also in der Nicht-Plus-Version, ist das Ding natürlich ganz schön teuer. Wenn du aber bedenkst, dass du beim Produzieren oder auch beim Abmischen wirklich stundenlang hier drunter hängst, dann lohnt sich das wirklich, würde ich sagen. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Ist das eine Sache, die für dich in Betracht kommt, solche Kopfhörer? Und vor allem würde mich interessieren, mit welchen Kopfhörern mischst du ab oder mischst du überhaupt mit Kopfhörern ab? Das würde mich natürlich sehr interessieren. Schreib mir das mal bitte gerne unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass ich dir, falls du jetzt gerade mit dem Gedanken spielst, dir einen neuen Kopfhörer zu kaufen, die sind ja wie gesagt erst im Januar rausgekommen, dass ich dir vielleicht bei der Entscheidungshilfe ein bisschen helfen konnte. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann.